Ihr wisst eventuell, dass Microsoft selbst nie wirklich ein Fan von PC-Optimierern war. Tatsächlich sind einige dieser Programme mittlerweile vom Windows Defender, also vom Virenschutz in Windows 11, als potenziell unerwünschte Software eingestuft und insbesondere von Registry-Cleanern rät Microsoft auf seiner offiziellen Seite aktiv ab. Nichtsdestotrotz sind PC-Optimierer eine millionenschwere Branche und sie werden überall im Internet angeboten und beworben, und es gibt mittlerweile solche Programme bereits für macOS, wo Nutzer bekanntlich solche Programme sehr kritisch sehen, und sogar dort gibt's anscheinend einen Markt dafür. Wobei man muss halt auch sagen, im PC-Bereich haben PC-Optimierer in den letzten Jahren, insbesondere seit Windows 8, enorm an Relevanz verloren. Insbesondere wenn man heute eben mit Windows XP und Windows 7 Zeiten vergleicht. Das liegt halt vor allem daran, dass manche PC-Optimierung früher notwendig war und es heute nicht mehr ist. Das beste Beispiel dafür wäre die Defragmentierung, die mit SSDs einfach nicht mehr notwendig ist. Wir haben dazu sogar ein ziemlich ausführliches Video, wenn ihr die technischen Details dazu kennen wollt. Ansonsten sind auch heute viele Features und Optimierungsfunktionen nicht mehr so im System versteckt, wie sie das einst waren. Man muss halt zum Beispiel daran denken, dass in Windows XP die Verwaltung von Autostartprogrammen in der MS-Config möglich war und das relativ schwer zu finden war, eben in der Systemsteuerung. Dasselbe auch mit der Datenträgerbereinigung, also zum Speicherfreimachen am PC hatte Microsoft im Grunde nur den Windows Explorer damals vorgesehen. Also man musste sich die großen Dateien selber raussuchen und dann einfach diese löschen. Oder zumindest wissen, wo sie sind, insbesondere Windows Update Caches und temporäre Dateien und so weiter. Da musste halt der Nutzer selber wissen, wo die sind, oder er musste die Datenträgerbereinigung kennen. Also man musste halt wissen, wo man diese Features im System findet. Das hat sich allerdings insbesondere seit Windows 8 enorm geändert und diese Optimierungsmöglichkeiten sind in Windows viel leichter auffindbar geworden. Was allerdings bis heute noch stimmt, ist, dass Reparaturmöglichkeiten auch in Windows 11 relativ schwer zu finden sind und sich optionale Windows-Features, also vor allem Dinge, die man eigentlich nicht unbedingt braucht, sich relativ schwer deaktivieren lassen. Da hat Microsoft immer noch Verbesserungspotenzial, auch in Windows 11 die Einstellungen noch ein bisschen besser zu machen, damit Nutzer eben auch solche Dinge finden können. Somit gebe ich zu, dass einige PC-Optimierer vielleicht auch heute noch eine Daseinsberechtigung haben, aber vor allem sind die Programme gedacht für eher Anfänger, und die PC-Optimierer des modernen Computers sind im Grunde die Hersteller-Tools. Man denke zum Beispiel an den HP Support Assistant oder Dells eigene App, die Predator Sense App auf Asus Gaming Geräten oder zum Beispiel die Lenovo Vantage App, die wirklich ein hervorragendes Beispiel ist für einen PC-Optimierer, der direkt vom Hersteller kommt. Da könnt ihr zum Beispiel festlegen, dass der Akku nur bis 80% geladen wird, um diesen zu schonen. Ihr könnt die Grafikkarte dort übertakten, wenn ihr das haben wollt, und ihr könnt auch Bildwiederholraten festlegen. Das sind einfach Funktionen, die entweder im System nicht so leicht zu finden sind oder einfach in den Einstellungen von Windows selbst gar nicht existieren. Also gewisse Optimiererprogramme abseits der Einstellungen haben auch heute noch im Grunde eine Daseinsberechtigung. Aber jetzt kommt halt Microsoft daher mit seinem eigenen PC-Optimierer überraschenderweise, und das, obwohl eben sich der Konzern ziemlich gegen diese Programme gewehrt hatte in den letzten Jahren. Das Programm ist in Wahrheit ziemlich unbekannt und wird auch von Microsoft überhaupt nirgends vermarktet. Man hört höchstens in Medienberichten oder von YouTubern eventuell davon. Und es wird aber tatsächlich offiziell von Microsoft entwickelt und offiziell auf Microsofts eigener Seite zum Download angeboten. Und heute sehen wir uns Microsofts eigenen PC-Optimierer mal genauer an. Microsofts eigener PC-Optimierer heißt PC Manager und es hat einen ziemlich interessanten Hintergrund in Wahrheit. Tatsächlich wurde es im Februar 2022 erstmals veröffentlicht, allerdings damals ausschließlich für den chinesischen Markt, überraschenderweise. Warum genau für China? Keine Ahnung, aber witzigerweise hieß er am Anfang PC Master und war dementsprechend nur auf Chinesisch erhältlich. Seitdem hat sich das Programm kontinuierlich verbessert, es hat ein paar neue Features dazu bekommen, damit es eben das Programm ist, das wir heute als PC Manager kennen, und wurde um einige ganz nützliche, könnte man sagen, Funktionen erweitert, die wir uns heute in diesem Video ansehen werden. Seit Ende 2022 erst ist das Programm überhaupt erst auf Englisch erhältlich und es gibt bislang keine deutsche Version. Der Fokus der Entwicklung ist laut Microsoft tatsächlich immer noch die chinesische Version und dort kommen auch die Updates früher, wobei inoffiziell heißt es,
dass es keinen Release gibt in Europa aufgrund der DSGVO und regulatorischer Hürden, die es eben seitens der Europäischen Union gibt, witzigerweise. Ich weiß eigentlich nicht, warum China tatsächlich der primäre Markt für den PC-Manager ist, aber vielleicht sind die Einstellungen von Windows auf Chinesisch irgendwie schwerer verständlich oder so, weil, well, Microsoft benutzt eben Auto-Translate oder was auch immer die benutzen, für ihre maschinelle Übersetzung, aber sie ist ziemlich schrecklich schon auf Deutsch und ich kann mir vorstellen, dass die maschinelle Übersetzung auf Chinesisch in Windows nichts besser ist. Den PC-Manager von Microsoft könnt ihr über die offizielle Webseite von Microsoft selbst installieren oder herunterladen und es gab tatsächlich Gerüchte über eine Store-Version, aber die haben sich ja nie wirklich realisiert und tatsächlich ist der PC-Manager bisher nicht über den Microsoft Store verfügbar und er ist kompatibel mit allen Windows-Versionen ab Windows 10 18.09 sowie natürlich alles Windows 11-Versionen. So, und dann öffnen wir auch gleich den Microsoft PC-Manager über das Startmenü. Ich habe den vorhin erst installiert. Und wir sehen ganz oben einen blauen Boost-Button, der uns verspricht, die Performance unseres PCs mit nur einem Klick zu verbessern. Selbstverständlich hat auch dieser PC-Manager wie alle anderen eine Ein-Klick-Funktionalität, mit der wir auf Knopfdruck mit nur einem einzigen Klick unseren PC plötzlich schneller, besser und aufgeräumter machen können oder was auch immer. So zumindest das bekannte Werbeversprechen von praktisch jedem PC-Manager, wenn wir ganz ehrlich sind, oder PC-Optimierungstool, das es da draußen gibt. Und wenn wir hier auf diesen blauen Knopf drücken, sehen wir hier auf der rechten Seite haben wir unsere Speichernutzung und wir haben 60 Megabyte an Temporary Files, also an temporären Dateien. Und wenn wir jetzt auf Boost klicken und jetzt steht hier, unsere Performance wurde geboostet, die temporären Dateien sind bei 0 Kilobyte und unser PC ist jetzt auf einmal schneller. Klicken wir nochmal drauf. Oh, unser PC funktioniert bereits gut, sagt Microsoft. Und wenn wir jetzt nochmal draufklicken, noch ein paar Mal, passiert gar nichts mehr. Also Microsoft muss uns natürlich darüber informieren, dass jetzt unser PC gut funktioniert. Also der Knopfdruck auf Boost hat anscheinend perfekt funktioniert und unser PC ist jetzt von jeglichen Problemen befreit. Man muss sich halt natürlich die Frage stellen, bringt es wirklich so viel, die temporären Dateien zu löschen? Die Antwort darauf lautet ganz ehrlich absolut nein, gar nichts. Es sollte absolut gar keine bemerkbaren Verbesserungen für euren PC mitbringen, wenn ihr 60 Megabyte an temporären Dateien löscht. Außerdem könnt ihr diesen Vorgang in den Windows 11 Einstellungen über die Speichereinstellungen vollkommen automatisieren und Windows wird dann alle 30 Tage vollautomatisch die temporären Dateien löschen. Außerdem tut es das System teilweise sowieso, ohne dass ihr irgendwas dafür machen müsst. Aber man muss halt sagen, dieser Boost-Knopf in jedem PC-Optimierer ist eigentlich nur dafür da, dass er jenen Nutzern das befriedigende Gefühl gibt, dass sie mit ihrer Aktion etwas an der Performance ihres PCs verbessert haben. Ihr habt da drauf gedrückt und jetzt ist euer PC besser und das ist nur allein euer Verdienst. Das ist ja wie wenn man zum Automechaniker geht und der macht jetzt einen Ölwechsel und da ist jetzt dann alles in Butter. Das ist einfach das Gefühl, das man hat, wenn man solche Dinge erledigt und dasselbe gilt beim PC. Es ist rein ein psychologischer Effekt, würde ich sagen. Ich finde, der Boost-Prozess hier beim PC-Manager, der sollte schon ein bisschen länger dauern. Der sollte vielleicht noch eine Fortschrittsleiste haben, wo dann steht, wir machen irgendwelche unverständlichen Dinge für den Nutzer, damit einfach der Nutzer den psychologischen Effekt hat, dass da wirklich im Hintergrund was passiert und nicht nur die temporären Dateien hier gelöscht werden. Aber schauen wir uns jetzt auch die anderen Funktionen hier an, die der Microsoft PC Manager bietet. Als erstes haben wir hier den Health Check. Hier wird das System überprüft nach überflüssigen Dateien, die sich eben bereinigen lassen. Dazu gehören Caches, temporären Dateien und auch die Liste der zuletzt verwendeten Programme und Dateien interessanterweise. Dann wird ein Virenscan mit dem Windows Defender durchgeführt, der natürlich auf jedem PC standardmäßig vorinstalliert ist. Dann wird nach potenziellen Problemen gesucht. Das ist zum Beispiel, wenn ihr eine Zeit lang keine Updates installiert habt oder wenn Updates nicht eingespielt werden können, dann wird auch der PC-Manager hier eine Problembehandlung vorschlagen, damit ihr dann auch die aktuellsten Updates bekommt. Und zuletzt werden auch noch die Autostart-Einträge überprüft. Und die sind in Wahrheit oftmals die größte Performance-Bremse bei modernen PCs und meistens auch für den Nutzer die fühlbarste Performance-Bremse, die man am System haben kann.
Und er empfiehlt halt daraufhin Schritte, um Caches zu löschen und erlaubt auch die Deaktivierung von eben diesen Autostartprogrammen. Es ist simpel und effektiv im Grunde und es sind in Wahrheit tatsächlich auch die häufigsten Hürden, die man bei der Performance eines modernen PCs haben kann. Und der PC Manager liefert hier objektiv eine einfache Lösung dafür. Wir können hier dann einfach auf Weiter klicken und dann werden diese Aktionen, die wir hier geklickt haben, auch durchgeführt. Ziemlich praktisch, ziemlich solide. Dann haben wir Speichermanagement und wir sehen hier direkt den verfügbaren Speicher auf unserem PC. Und wenn wir darauf klicken, haben wir zwei Optionen, nämlich Deep Cleanup und Manage Large Files, also die Verwaltung großer Dateien. Wenn wir hier auf die Tiefenreinigung klicken, dann wird unser System erstmal gescannt nach System, nach dem Papierkorb und nach Webcaches. Die werden hier gescannt und wir bekommen hier eine Liste mit Dateien, die wir dann eben löschen können. In dem Fall sind das bei uns 287,7 MB. Und was ich hier erfreulich finde beim PC-Manager von Microsoft, er löscht keine DirectX Shader Caches, die vielleicht eventuell notwendig sein könnten, wenn wir dann später was spielen. Und er löscht auch standardmäßig nicht die Delivery Optimization, also die Update-Optimierung von Microsoft, damit Windows-Updates einfach ein bisschen schneller durchlaufen. Auch der Papierkorb wird hier nicht standardmäßig angekreuzt, wo ich derzeit 5,6 GB immerhin drin habe. Und dann werden zuletzt noch die Internet Explorer und Microsoft Edge Caches gelöscht. Und optional können wir auch die temporären Dateien von Microsoft Edge hier löschen. Ich finde hier gut, dass der Papierkorb nicht automatisch angekreuzt ist. Das ist etwas, was PC-Optimierer ganz gerne machen, um dann einfach eine größere Zahl hinschreiben zu können. Und ich weiß, dass es eine der häufigsten Probleme ist, wo Leute unabsichtlich irgendwas in den Papierkorb verschieben, es dann dort vergessen und dann es das Problem gibt, dass sie diese Dateien wiederherstellen müssen, weil sie eben auf diese Weise verloren haben. Und oftmals passiert das einfach nur dadurch, dass der Papierkorb in vielen PC-Optimierer-Programmen einfach hier standardmäßig angekreuzt ist und man dementsprechend diesen teilweise auch unabsichtlich löscht und dann es dadurch zu Dateiverlust kommt, während der PC-Optimierer dann hinschreiben kann, wir haben 30 GB an Dateien in eurem System gelöscht und da könnten auch manchmal welche dabei sein, die ihr gar nicht löschen wolltet. Das passiert unerfahrenen Nutzern dauernd und deswegen finde ich gut, dass das hier nicht standardmäßig angekreuzt wurde. Aber wir lassen hier den Microsoft PC Manager durchlaufen und jetzt wird unser PC tiefen gesäubert, zumindest eben laut dem PC Manager von Microsoft. Die nächste Option, die wir hier in der Liste haben, ist Manage Large Files. Hier können wir unsere großen Dateien am System anzeigen lassen und wir können hier filtern nach 10, 50 oder 100 MB Dateien oder größer, beziehungsweise Dateien, die größer sind als 1 GB. Und was hier tatsächlich passiert, ist nichts anderes, als dass ein Windows Explorer Filter angewendet wird, also ein Suchfilter. Das könnt ihr hier ganz normal auch über die Suchleiste machen mit ein paar Kommandos, die man kennen muss. Und dann werden mir hier alle Dateien angezeigt am System, die größer sind als 100 MB. Erfreulicherweise werden hier natürlich Systemdateien ignoriert und damit könnt ihr zum Beispiel nichts löschen, was sich im System 32 Ordner befindet. Auch wenn diese Datei ziemlich groß sein könnte. Das ist eben relativ gut und ziemlich klug gelöst mit Dingen und Funktionen, die im Windows Explorer standardmäßig ohnehin vorhanden sind. Also auch eine bereits im System vorhandene Lösung, aber ziemlich elegant gemacht und muss somit kein extra Feature dafür programmieren oder implementieren in dem Fall. Und die letzten beiden Optionen im Storage Manager sind eben Apps-Verwaltung, die uns im Grunde einfach in die Einstellungen von Windows 11 zu den installierten Apps weiterleitet. Und dann haben wir natürlich auch noch darunter Storage Sense, also die Speicheroptimierung auf Deutsch. Und auch hier werden wir einfach in die Windows 11 Einstellungen weitergeleitet, weil die sind ganz ehrlich bereits sehr benutzerfreundlich zu bedienen und im Grunde könnt ihr hier alles an Speicheroptimierung festlegen, was ihr auf eurem System brauchen könntet. Und somit ist ebenfalls keine eigene Software und keine eigene Implementierung dafür notwendig. Viele Nutzer kennen das ganz einfach nicht. Sie wissen nicht, wo sich diese Einstellungen befinden. Und somit ist es, naja, durchaus gut, dass der PC-Manager von Microsoft hier darauf verlinkt. Und wenn wir dann zurückgehen, haben wir auch einen Prozessmanager. Und hier werden uns dann eine Reihe von geöffneten Prozessen aufgelistet, die bei uns im System gerade im Hintergrund laufen. Hier schlägt der PC-Manager vor, ungenutzte Prozesse zu beenden und das System damit schneller zu machen. Das
Problem ist allerdings, während Systemprozesse hier tatsächlich ignoriert werden, also das ist kein vollumfänglicher Task Manager wie eben der Task Manager in Windows 11, haben wir trotzdem hier einige Prozesse, die eventuell für die Stabilität des Systems notwendig sein können. Zum Beispiel der Lenovo Power Manager Host, der Realtek HD Audio Universal Service. Das sind eben Treiber eigentlich hier, die man nicht unbedingt beenden sollte, wenn man ein stabiles System haben will und wenn man ein System haben will, das perfekt und vollständig so funktioniert, wie es der Hersteller ausgeliefert hat. Also, während hier Nearby Share die erste App ist, die ich tatsächlich im Hintergrund laufen habe und die ich tatsächlich hier beenden könnte, ohne ein Problem, sind da schon ein paar Dinge dabei, die vielleicht der unerfahrene Nutzer nicht berühren sollte und nicht anfassen sollte. Und da könnte Microsoft noch ein bisschen daran arbeiten, vielleicht auch Treiber zu erkennen, die dann im Hintergrund noch laufen. Und die letzte Option darf natürlich in keinem guten PC-Manager fehlen und das sind die Autostartprogramme. Wenn wir hier da unten einfach draufklicken, haben wir eine Liste aller Autostartprogramme, die sich eben im System registriert haben. Und da sehen wir OneDrive, wir sehen die Security-Benachrichtigung vom Windows Defender und wir sehen auch die Nearby Share App, die bei mir in dem Fall beide deaktiviert sind. Und ich finde es erfreulich, dass Microsoft hier OneDrive nicht einfach rausfiltert, weil die haben natürlich ein berechtigtes Interesse daran, dass OneDrive bei eurem PC automatisch startet und euch dann Benachrichtigungen anzeigt, wenn euer Speicher voll ist oder ihr zum Beispiel einen Screenshot erstellt. Da muss natürlich immer die OneDrive-Werbung kommen, ob ihr diesen Screenshot nicht vielleicht auf OneDrive in den Bilderordner speichern wollt. Ist lästig. Ich finde es gut, dass Microsofts eigener PC-Optimierer OneDrive hier nicht ignoriert und es euch deaktivieren lässt. Wobei man muss tatsächlich sagen, und ich habe es auch am Anfang des Videos schon angeschnitten, Autostartprogramme lassen sich in Windows mittlerweile an mehreren Stellen im System deaktivieren und ich finde es am intuitivsten einfach im Task Manager, indem man hier einfach in den Task Manager geht, rechtsklick auf die Taskleiste und dann haben wir hier Autostart von Apps und da sehen wir dann auch eine komplette vollständige Liste aller Autostartprogramme, die am System aktiviert sein könnten und ich finde, das ist einfach ein genauso gutes Interface, es ist genauso leicht zu bedienen und man muss sich dafür eigentlich kein Programm installieren, wenn man ganz ehrlich ist. Und dann haben wir als letzte Funktion noch rechts den Security Tab und da finden wir zwei Dinge. Einerseits finden wir das Windows Update, wo wir dann die verschiedenen verfügbaren Updates anzeigen können. Das ist relativ wichtig auf einem modernen PC, immer alle Updates installiert zu lassen und installiert zu haben und den PC eben aktuell zu halten. Und die zweite Sache ist das Browser Management. Das ist natürlich ganz wichtig für Microsoft, dass da Microsoft Edge euer Standardbrowser ist, weil das bringt extrem viel Sicherheit für euren PC. Naja. Und wir haben natürlich dann noch einen Scan-Button hier und mit dem wird im Grunde ein ganz normaler Virenscan durchgeführt vom Windows Defender und es ist eine Funktion, die man ohnehin im System hat. Man kann auch einfach diesen Scan über den Windows Defender machen, aber für jene Nutzer, für die das zu kompliziert ist, geht das auch über ein Programm, das man sich zusätzlich aus dem Internet herunterladen muss. Aber immerhin richtet es keinen Schaden am System an, das ist vielleicht auch das Beste daran. Und zuletzt können wir uns noch die Einstellungen ansehen. Es ist hier eine Beta, wie ganz oben drauf steht und entsprechend haben wir auch hier einen Feedback-Button im Zahnradmenü oben rechts. Und als Einstellungen finden wir hier drin zwei Optionen und zwar können wir den Autostart des PC-Managers deaktivieren und wir können die Auto-Updates für den PC-Manager deaktivieren. Also wirklich viel konfigurieren am PC-Manager können wir hier nicht, aber muss auch sagen, allzu viel Funktionalität hat er auch nicht, denn es ist ein wirklich sehr begrenztes Tool, das im Grunde nur bereits im System existierende Funktionen verwendet und diese in ein leicht verwendbares Interface für Anfänger packt. Und wir sehen hier sofort, wir haben schon wieder 23 Kilobyte an temporären Dateien und da müssen wir sofort natürlich den Boost-Knopf 100 Mal durchdrücken, damit wir einfach das schöne, befriedigende Gefühl haben, dass wir unseren PC jetzt verbessert haben und mir Microsofts PC-Manager sagt, mein PC funktioniert jetzt gut, auch wenn das absolut nichts heißen muss und der PC eine Katastrophe sein kann, aber das ist ganz wichtig, dass der PC-Manager hier sagt, es funktioniert alles gut und alles ist mit unserem PC in Ordnung. Insgesamt muss man sagen, der PC-Manager von Microsoft ist doch ein sehr mageres Tool, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber das ist vielleicht sogar besser so.
weil es gibt ganz viele PC-Optimierer da draußen, die ehrlich gesagt mehr Schaden an eurem System anrichten können, als sie tatsächlich nutzen. Und ich kann ganz ehrlich immer noch nicht ganz glauben, dass Microsoft wirklich seinen eigenen PC-Optimierer veröffentlicht hat, nachdem ich weiß, dass bei diesem Konzern absolut niemand ein Fan von PC-Optimierungssoftware ist und die im Grunde PC-Optimierer als Viren im Windows Defender markieren, wo sie auch nur können, und Microsoft tatsächlich solche Programme absolut nicht empfiehlt. Und für den chinesischen Markt haben die angefangen, eben diesen PC-Optimierer, den PC-Manager, zu entwickeln, und es ist ganz objektiv gesehen ein guter, simpler PC-Optimierer für alle User, die sowas tatsächlich brauchen. Es hat die richtigen Dinge im System standardmäßig aktiviert und angehakt. Es löscht nichts, was das System potenziell irgendwie brauchen könnte und was vielleicht den Nutzer vor irgendwelche potenziellen Probleme stellen könnte, zum Beispiel indem man einfach den Papierkorb ungefragt löscht. Weil die meisten Nutzer, die solche Programme bedienen, die haken einfach alles an, was standardmäßig angehakt ist, und klicken einfach nur den blauen Boost-Button, damit sie eben das Gefühl bekommen, der PC läuft danach ein bisschen besser. Es ist ein solides Programm für genau diese Anfänger, die sowas brauchen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich würde es absolut nicht empfehlen und ich würde mir sowas auch nie auf den PC installieren, wäre es nicht für dieses Video. Ihr habt wahrscheinlich bemerkt bei diesem Rundgang durch diesen PC-Manager, dass die meisten dieser Funktionen ein Äquivalent haben in den Einstellungen, im Task-Manager oder in irgendeinem anderen Bereich im System und somit eigentlich wirklich nicht notwendig sind. Aber was das Erfreuliche ist bei Microsofts PC-Manager, ist, er verwendet tatsächlich diese Funktion im System. Also er benutzt die Datenträgerbereinigung von Windows und macht nicht irgendwie einen eigenen Code und irgendwie eigenen Schrott ins System zusätzlich, der dann auch die Systemfunktionalität und Stabilität irgendwie behindern könnte. Er benutzt nicht eigens kreierten Code, wo die Entwickler sagen, das ist das Beste und so macht man das, sondern er benutzt einfach die Lösung, die im System ohnehin vorhanden ist dafür, und verlinkt sie halt in einem schöneren Windows-Fenster. Anders kann man es eigentlich gar nicht sagen. Somit ist es eigentlich nur für Nutzer geeignet, die sonst nicht wissen, wo man diese Dinge findet. Und er gibt einfach jenen Nutzern, die sowas brauchen, einfach das befriedigende Gefühl, dass sie selbst mit ihren fortgeschrittenen Klicks etwas an ihrem System schneller gemacht haben und etwas zur Verbesserung der Performance im Grunde beigetragen haben. Selbst wenn es wirklich nur ein rein psychologischer Effekt ist. So wie zum Beispiel ich letzte Woche bei meinem Mechaniker erst einen Ölwechsel beim Elektroauto gemacht habe, und ich könnte jetzt schwören, dass die Reichweite besser ist und dass er jetzt einfach schneller geht. Er fühlt sich schneller an, er ist jetzt einfach besser. Und das ist so viel zu Microsofts ganz offiziellen Tipps, wie man mit dem PC-Manager seinen PC schneller macht. Für die meisten von uns ist der PC-Manager ganz ehrlich eine reine Speicherverschwendung auf eurem System. Genau genommen sind es 31 MB, die euch der wegfrisst auf eurer Festplatte. Und wenn ihr tatsächlich an einem PC-Optimierer für etwas, anspruchsvollere und fortgeschrittenere Nutzer interessiert seid, schaut euch vielleicht die WinToys an. Das ist ein wirklich, wirklich cooles Programm, das einfach auch auf Dinge verlinkt, die man so einfach nicht im System findet. Und ich glaube, das ist der einzige PC-Optimierer, den ich tatsächlich wirklich empfehlen kann. Wir haben dazu bereits ein Video gemacht, wo wir uns die WinToys genau unter die Lupe genommen haben. Und das habe ich jetzt oben rechts für euch in der Infokarte verlinkt, sowie natürlich unten in der Videobeschreibung. So, das war es dann auch schon von mir und von diesem Video über den Microsoft PC Manager. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen rauf und abonniert natürlich unseren Kanal für noch mehr Tipps, Tricks und Tests rund um Windows 11. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.